Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach Kaiserschmarrn selber machst. Und dazu brauchst du auch nur 50 Gramm Mehl, 130 Milliliter Milch, 2 Eier und eine Prise Salz. Zunächst trennst du Eigelb und Eiweiß voneinander. Und dann tust du das Eigelb in eine andere Schüssel. Danach schlägst du das Eiweiß mit einem Mixer steif. Wenn du das gemacht hast, kannst du dann die anderen Zutaten zu der Schüssel mit dem Eigelb tun. Und auch jetzt kannst du das Ganze mixen. Nun hebst du das Eiweiß unter den eigentlichen Teig. Bei dem Braten musst du dann beachten, dass du erst Öl in die Pfanne gibst und das dann erst heiß werden lässt. Und dann gibst du den Teig, wie beim Rührei machen, in die Pfanne und lässt ihn dann erstmal von unten ein bisschen hart werden. Und dann kannst du versuchen, den Teig umzudrehen, wie beim Pfannkuchen machen. Oder du machst den Teig klein, also stückelst den und dann brätst du alles von allen Seiten. Nun bist du auch schon fertig und kannst, wenn du magst, das Ganze auch noch mit Puderzucker versüßen.